Sie waren das letzte Aufgebot, die Tiroler Standschützen. Vor 100 Jahren, nachdem Italien Österreich den Krieg erklärt hatte, standen sie im Einsatz zur Verteidigung der Heimat. Am Bozner Walterplatz ließen heute weit über 1000 Schützen aus Nord-, Süd- und Welschtirol 70 Stahlkreuze segnen, um an die Tiroler Standschützen zu erinnern. 70 Stahlkreuze gegen das Vergessen. Sie waren minderjährig oder schon über 80 Jahre alt, oft schlecht ausgebildet und ungenügend ausgerüstet. Mangels Uniform war eine schwarz-gelbe Armbinde ihr erstes Erkennungsmerkmal. Diese freiwilligen sogenannten Standschützen sollten 1915 den Einmarsch Italiens verhindern. Die regulären K&K-Truppen kämpften nämlich in Serbien und Russland. Die Standschützen waren von ihrer Ausbildung und von ihrem Erscheinungsbild her keine Paradeeinheit. Von ihrem Wesen her aber waren sie jedoch eine der edelsten Einheiten, die in diesem Krieg im Einsatz standen. Nicht Angriff war ihre Devise, sondern Verteidigung. Verteidigung der eigenen Heimat. Mit einem Großaufgebot gedachten die Schützen der gefallenen Standschützen am Walterplatz in Bozen. Laut Eigenangaben waren es bis zu 1500 Schützen aus allen Teilen Tirols. Dazu die Vertreter der Landespolitik sowie zahlreiche Schaulustige. Gut 60 Kilo schwer sind die Kreuze. Der Schützenbund ließ sie mit finanzieller Unterstützung des Landes anfertigen. Die Inschrift ist viersprachig: Deutsch, Italienisch, Ladinisch und Englisch. Im Rahmen einer Messfeier segnete Landeskurat Pater Christoph Waldner die mit einem Blumenkranz geschmückten Stahlkreuze. Pro Kreuz stand jeweils eine Marketenderin Pate. Während Landeshauptmann Kompatscher von einem friedlichen Miteinander und einer möglichen Vorreiterrolle der Europaregion Tirol als kleines Europa in Europa sprach, bezeichnete Landeskommandant Elmar Thaler die Errichtung der Stahlkreuze als gemeinsame Aktion der Europaregion Tirol, die die Landesteile noch enger zusammenrücken lasse. Die 70 Stahlkreuze in Erinnerung an die Tiroler Standschützen im Ersten Weltkrieg sollen am 8. August an strategischen Punkten entlang der damaligen Front, am Fedaja- oder Valparola-Pass oder an Kriegerfriedhöfen wie jenem in Spondinic errichtet werden.